Hallihallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Minecraft. Ja, wir brauchen erstmal wieder einiges mehr an Stein, am Bruchstein, damit wir das Haus vollenden können, weil es dauert nicht mehr allzu sehr lange, bis der nächste Blutmond kommt. Davor habe ich schon ein klein wenig Bange. Ich muss dazu erstmal zum Bergwerk, weil ich wieder jede Menge neue Materialien brauche. Ich habe das letzte Mal gedacht, ich hätte genug gefarmt, um das Haus soweit fertigzustellen, aber da habe ich mich wohl ordentlich geirrt. Deswegen, wie ihr sehen könnt, wir laufen gerade wieder zum großen Stollen zurück. Und schauen erstmal zu, dass wir noch ein bisschen Materialien kriegen. Gut. Was hatte ich hier gemacht? Gar nichts. Nur gebaut, abgebaut, abgerissen. In dieser Folge werden wir nicht in den Keller weiter runtergehen, um uns zum Beispiel den Monsternord anzulegen. Weil das aktuelle Projekt lautet das Haus bauen. Na, die Fackeln da. Ich glaube, ich sollte mal das Auto-Jump ausschalten. Irgendwie stört mich das. Immer zur ungünstigen Stelle ist er am ist meine Charaktere hier am Rumspringen und das sollte eigentlich nicht sein. Wie ich schon mal in einer Aufnahme gesagt habe, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, was ich machen könnte, machen sollte, schreibt es mir in die Kommentare. Ich berücksichtige jeden Kommentar. Weil es ist mir eine Freude, wenn ich auf Wünsche eingehen kann. Also wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, was ich hier machen soll, dann immer her damit. So, hier ein bisschen Hämmern, da ein, hier ein Hämmer, da ein Hämmer, überall Hämmer, Hämmer. Es spielt wieder Musik ein. Ist der Tag schon wieder so weit fortgeschritten? Ah, wieder jede Menge Andesit. Kann ich für den Wegebau gebrauchen, den ich an meiner Höhle verwende. Nö, wird noch nicht dunkel. Ich meine, gut, der Tag ist schon fortgeschritten. Naja. Allerspätestens merke ich es dann, wenn ein Creeper neben mir hockt und sagt, hallo, zisch, bumm, und ich bin tot. Gut, wenn man diese Mod hat, wie Gravestone, dann macht das eigentlich nicht allzu sehr viel aus. Und trotzdem ärgert man sich. Weil kein Spieler stirbt gerne, während er gerade was am Machen und Tun ist. Ja, ich weiß euch gerade großartig nicht viel zu erzählen. Die Hitzewelle ist jetzt erstmal vorüber. Glücklicherweise, mir geht es auch endlich wieder besser. Diese Folge hier wird auch am Samstag, beziehungsweise jetzt gerade Sonntag aufgenommen. Und wettertechnisch ist das gerade ein bisschen angenehmer. Wobei ich ehrlich sagen muss, das Wetter gestern mit diesem strömenden Regen, das war nicht mehr schön. Kann von mir aus zwar eine angenehme Temperatur haben von, sagen wir mal, circa, ja, maximal 25 Grad, finde ich.
Das Problem ist, meine Wohnung hat direkt Außenwand, und da könnt ihr euch vorstellen, wenn den ganzen Tag die Sonne scheint, die Außenfassade wird entsprechend aufgeheizt. Das ist dann, wird dann nur noch heiß, also das ist dann wie eine Art Backofen, nur dass die Hitze von außen kommt. Auch nicht mehr feierlich. So. Wie ihr vielleicht sehen könnt, das Geruckel ist vorbei mit diesem dynamischen Licht, also weitestgehend vorbei. Ich habe einen kleinen Mod, der drin war, noch rausgeworfen, dass dadurch ist das jetzt ein bisschen besser geworden. Ich hoffe auch, dass es das soweit bleibt, nicht, dass das nur eine Laune meines Rechners ist. Ah, und es wird dunkel, aber ich denke mal, ach, schaut her. 2,5 Stacks, das reicht. Ab ins Bettchen, geschlafen. Ja, eine kurze Nacht, nur ein paar Sekunden. Wenn das so schnell ginge. Ich meine, wäre schon irgendwie praktisch, einfach ins Bett legen, man wacht auf, man ist theoretisch komplett ausgeschlafen, aber es ist früh am Morgen. Und das ist egal, zu welcher Zeit ihr ins Bett geht. Wäre schon ganz praktisch. Aber das ist eben Fantasie. Eine Menge Fantasie. Aua! Verdammt! Granit brauche ich aktuell gar nicht. Genauso wenig wie Kies und Andesit. Ich brauche kein Andesit. Warte mal, habe ich nicht das Holz weggeschmissen? Eichenholz, jupp, da ist es. Ach ja, stimmt. Die Halbstufe. Das muss ich sowieso noch gucken, wie ich das mache. Dann machen wir mal dicht. Das müsste eigentlich. Ich hoffe, dass das ausreicht, weil ihr wisst ja auch, dass das. Das Holz ist vom Dach. Gut, dass dieses Häuschen hier von den Dorfbewohnern nicht mehr als ihres anerkannt wird. Sonst würde ich nämlich den Dorfbewohnern ein hübsches Häusle bauen und ich hätte nichts davon. Ja, nicht gerade sehr erfreulich. Holz ist rausgefallen. Nee, warte mal. Ey, da hat meine Maus gerade rumgesponnen. Achso, ist schon eingesammelt. Gut, müssen wir mal schauen. Ich würde sagen, hier kann ich vielleicht schon mal meine Idee andeuten mit dem neuen Treppenhaus. Dafür brauche ich jede Menge Eichenholz. Ich hoffe auch, dass meine Aufnahme nicht gestört wird, weil mein Rechner gerade aktuell meint, er müsste sonst irgendwas machen. Der ist gerade schwer am Arbeiten, also sollte der mir jetzt in die Aufnahme crashen, weil Windows meint, ein doofes Update installieren zu müssen. Das will ich nicht hoffen, weil das würde mich jetzt echt stören.
Gut. Ups, falscher Knopf. Diese Idee, was ich jetzt vorhabe, habe ich von einem anderen Let's Player abgeguckt. Und zwar von einem, mit dem ich im Team arbeite, der auch Minecraft macht, auch sehr empfehlenswert. Und zwar schaut mal bei Ramagani vorbei. Lohnt sich auf jeden Fall. Da gibt es einiges zu sehen. Wie mache ich das jetzt? Nee, eigentlich nicht so richtig. Was hat denn für ein Quatsch jetzt? Warte mal, wie hat das Ramagani gemacht? Okay, jetzt gerade ist ein bisschen Rätsel raten. Na, hör auf zu hüpfen. Glaub. Vielleicht so. Muss ich gucken, wie ich das mache. Eigentlich hätte ich das lieber gern ein bisschen anders. Warte mal, man kann die Treppe doch, glaube ich, auf Eck setzen, oder nicht? Nein, so war das nicht geplant. Aber selbstverständlich, so war das gedacht. Ach, wisst ihr was, egal. Es geht eigentlich, sieht trotzdem aus. Nein. Ich glaube, wir sind trotzdem auf einem einigermaßen richtigen Weg. Yep. Ja, ich denke, ja, so kann man das machen. Genauso kann man es nicht machen. Mir geht mein Computer gerade auf die Nerven. Würde sagen, wenn wir das hier als Etage nehmen. Ich glaube, das könnte noch ein bisschen höher sein, ne? Nee, das ist mir zu niedrig. Das geht nicht. Das geht gar nicht. Warte mal. Oder warte mal, ich mag das ganz anders machen. Ja, ich versuch's mal anders. Versuchen wir das mal so. Ja. Eigentlich bin ich bis jetzt auch nicht gerade einen weiteren Schritt. Machen wir so und dann machen wir das mal so. Ja. Ich denke mal, so haben wir ein einigermaßen nutzbares Treppenhaus, auch wenn jetzt hier so eine blöde Lücke entstanden ist. Das geht nicht, das gefällt mir nicht.
Verdammt. Ja, Fall weg. Wunderbar. So. Nein, wieder falsch. Oder? Doch. So. Machen wir hier noch einen höher. So. So. Zack. Jetzt haben wir die Etage. Sieht eigentlich ganz lustig aus, aber auch nicht unbedingt das Wahre. Versuchen wir das mal so, erstmal das Ding wegzukloppen. Ich hatte das eigentlich anders geplant. Oh, wird schwer dunkel. Na, ganz toll. Machen wir lieber das Haus weiter. Warte mal, eigentlich braucht doch gar keine Etage mehr oben drauf. Ich meine, das ist doch eigentlich die oberste schon. Irgendwie was Interessantes, zwei Treppenhäuser zu haben, aber das ist ein bisschen bescheuert. Na komm. So ganz ideal. Ich würde sagen, ich mache den Baum mal weg hier. Na, entschuldigt, falls die Musik zu laut sein sollte. Ich werde das erst später rausfinden, wenn sie zu laut war. Dann kann ich auch beim nächsten Mal schalten und leiser machen. Wollte ich gerne so ein hübsches Bäumchen hier behalten, aber irgendwie, wenn das, es hat keinen Sinn, wenn der Baum im Weg ist. Der gehört zum nächsten Baum, würde ich sagen. Ja. So, ich würde sagen, das reicht erstmal, was Abzupfen angeht. Ach, herrje, und ich sehe gerade, die Folge ist auch schon wieder vorbei. Ja,
Ihr wisst, was hier jedenfalls geplant ist. Das Treppenhaus, das war gerade ein extremer Fail, weil das Haus soll ja nicht noch größer werden. Ich meine, eigentlich ist das hier schon die höchste Etage. Das sollte schon das höchste der Gefühle sein. Da hinten, diesem Berg, da habe ich vor, so eine Art Hochstand hinzubauen. Das hier, das ist so eine Art... Ja, okay, das sieht ein bisschen sehr undimensioniert aus. Da muss ich mir überlegen, vielleicht kriege ich da was hin, vielleicht mache ich den Berg auch komplett weg. Dann mache ich vielleicht was woanders hin. Aber das sollte erstmal gewesen sein. Ja. Kommentiert, liked, disliked, wenn es euch gefallen hat. Dann auf jeden Fall ein Like. Wenn es nicht gefallen hat, Kommentar. Warum, wieso, weshalb. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr das nächste Mal ja dabei seid. Ciao, Leute.